Stichwort Trainer, wie gut kennen Sie David Wagner? Gar nicht. Also persönlich nicht. David Wagner war bei Schalke, wo er damals auch den UEFA Cup gewonnen hat, zu einer Zeit, wo ich noch nicht bei Schalke war. Ich bin erst 98 zum FC Schalke 04 gekommen, hatte mit ihm noch nie persönlichen Kontakt, also nur hören sagen. Insofern kann ich da nichts zu sagen. Ich würde gerne zum Trainer auch nachfragen, Tedesco. Zunächst mal in der letzten Saison hat er ja einen fantastischen Job gemacht mit der Mannschaft. Vizemeister spricht für sich. Diese Saison ist es ganz anders gelaufen. Liegt es alleine am Trainer? War der Vorstand nah genug am Trainer? Es ist immer schwierig, so eine Geschichte aus der Ferne zu betrachten. Ich meine, wir haben zweimal gegen Schalke gespielt dieses Jahr. Ich denke, in beiden Spielen war Schalke schlagbar. Überraschenderweise für mich, weil wir eine Mannschaft haben, die zwar gut war oder sehr gut war für russische Verhältnisse, aber eigentlich kein Kaliber, um jetzt, sag ich mal, einen deutschen Vizemeister da auseinanderzuschrauben. Dementsprechend war ich da schon ein bisschen überrascht, aber ich glaube nicht, dass es jetzt erstmal grundsätzlich nur ein Trainerproblem war. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich denke, man hat die erste Saison ist man Vizemeister geworden, die zweite Saison ist nicht ganz so glücklich gelaufen. Ich denke, irgendwo, sag ich mal, in der Mitte trifft es die Wahrheit. Ich denke, Schalke hat ein bisschen im ersten Jahr unter Tedesco ein bisschen über den Verhältnissen gespielt. Dieses Jahr ist so ziemlich alles, ja, sag mal, daneben gelaufen, was so daneben laufen kann. Dementsprechend da jetzt aus der Ferne aber auch hundertprozentig jetzt ein Urteil zu erlauben, steht mir auch nicht zu. Ich persönlich kann nur sagen, ich hätte sicherlich ein drittes Jahr geguckt, um zu sehen, wo ist jetzt wirklich die Wahrheit. Meiner Meinung nach hätte man sicherlich den Weg mit Domenico Tedesco weitergehen können.